Leute vom Internet, willkommen auf dem Kanal vom Rostumwandler. Ich bin der Karl und heute bin ich zu Besuch bei mir, Markus, Garage 76, grüßt euch. Würde ich auch sagen, wir haben uns da mal so gegenseitig abgesprochen und gefunden und beziehungsweise habe ich in seinem Livestream mal mitbekommen, dass er hier in seiner tollen Lackierkabine da noch so restliche Arbeiten hat, wo er hier noch nicht fertig geworden ist. Man sieht ja, dass hier auf dieser Seite eine neue Beleuchtung angebracht wurde, während auf dieser Seite noch die alten kaputten Leuchten montiert sind und das auch ein sehr besonderes Maß ist und dafür schwer nur die Teile zu bekommen sind. Er hat schon hier diese Leuchten von jemandem bekommen, die hier montiert sind und die jetzt auch hier leicht am Flackern sind. Und die wurden hier schon drüber gesetzt. Das ist schon, sieht schon nach einer sehr sauberen Arbeit aus, mit Platten, die sich unten drunter befinden. Und das wollen wir jetzt quasi auf die andere Seite kopieren. Man sieht jetzt hier auf der Außenseite, dass sich hier die Verkabelung befindet, mit der diese neuen Leuchten angeschlossen sind. Auf der anderen Seite ist das genauso, nur ist das hier für schlanke Leute gedacht. Und nicht so welche, wie ich einer bin. Es sollte aber jetzt möglich sein, hier in die Innereien reinzuschauen, ohne dass man hinter die Lackierkabine klettern muss. Wenn wir jetzt hier ein Loch reinbohren, und ich schaue dann mal mit meiner Endoskopkamera rein. Herr Brandkorn, ich brauche einen neuen Akku. Um Gottes Willen, Jung. Was machst du denn da auf der Leiter? Das ist Sicherheit. Der Akku ist nicht geprüft von der Technik. Musst du das nehmen, Jung. Kommst du damit klar? Ich kann es aber auch erklären. Ja, okay. Ich werde mir alle Mühe geben. Vorsicht mit der Leiter. Tut dir nicht weh. Warte. Ich halte fest die Leiter. Dass wir noch Unglück haben hier. Ja, der Herr Brandkorn ist sehr hilfsbereit. Sicherheit geht vor. Jetzt ist es natürlich nicht so gut, dass die Lampen an sind. Weil wenn ich es hier in Kabel berühre, kriege ich eine gebüxt. Oh, das wollen wir nicht. Moment. Vorsicht. So. Sind wir jetzt freigeschaltet, Herr Brandkorn? So, jetzt. Du Jungchen, du noch mal gucken. So, also da sehe ich, dass das von außen aufgeklappt ist und ein Kabel reinkommt. Das ist doch eine Aufnahme, das ist doch nicht das, was die Kamera da zeigt, Jung. Das ist schon richtig so. Bist du da sicher? Ja. Also, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir auch die Geheimnisse erforscht, die sich hinter dieser Platte befinden. Alter, da bin ich mal gespannt, ob das alles seine Richtigkeit hat. Jetzt werden grobe Gerätschaften aufgeboten und dann wollen wir mal anfangen, das hier aufzuschneiden. Wer ist der denn, lieber Klopp? Alles zerstören, du sollst reparieren. Und muss ich dann auch noch machen. Das hier wäre eine Schrumpfscheibe. Da hat es gut geklappt. Das hier zielt sich nach etwas. So, den ersten hätten wir schon mal. Einer von
Ganz vielen. So, kann schon mal nichts passieren. Und dann schneiden wir erstmal die alte Lampe ab. Und haben jetzt hier ein Riesenloch, wo man bis zum Himmel gucken kann. Der erste Schritt wäre jetzt gemacht. Ist hier mal alles demontiert. Die alten Leuchten sind jetzt raus. Wir haben auch die Kabel alle rausgezogen. Hängt nur noch jetzt das Zuleitungskabel hier oben raus, wo hier quasi die ganze Beleuchtung mit angesteuert wird. Im nächsten Schritt gehen wir dann hin und verschließen jetzt hier diese Löcher von den alten Leuchten. Da hat der Markus jetzt hier diese Aluminiumbleche extra für vorbereitet, fleißig die Löcher gebohrt und zurechtgeschnitten. Und die werden jetzt halt über die Schächte drüber montiert. Als zusätzliche Erweiterung kommt jetzt hier noch in der Mitte dieses Leuchtband, was jetzt hier provisorisch montiert ist und mit dieser fliegenden Verkabelung angeschlossen ist, werden hier einfach Löcher durchgebohrt nach hinten, das Kabel dann nach oben rausgefischt und mit an die Einheit da hinten angeschlossen, sodass hier diese Seite komplett über einen Schalter geschaltet werden kann. Es ist wieder jede Menge Schrott übrig geblieben und ganz sauber bin ich auch nicht geblieben. Also in der Nase bohren geht im Moment nicht. Das gibt jetzt hier eine mehrtägige Aktion und dann hätten wir jetzt den Tag 1 beendet und es geht dann direkt am nächsten Tag dann weiter. Und weiter geht es an Tag 2, hier bei Markus in der Garage 76. Beim letzten Mal haben wir ja hier dieses Schlachtfeld hinterlassen, wo alles ausgebaut wurde. Jetzt werden hier noch an diesen Blechplatten, müssen noch die Löcher gebohrt werden. Das ist hier so ein ausgebauter Rahmen, der die Löcher vorgibt. Und dann können die angeschraubt werden. Da sieht man mal wieder den Unterschied, wenn man mit Profis zusammenarbeitet. Der Mann hat Ideen, da wäre ich jetzt im Lebtag nicht drauf gekommen. Sag mal was Lustiges. Was Lustiges. Oder? Thank you.
Mittagspause. Mittagspause. Gibt's eine Perception? Mikrowellen und Öl. Oh, lecker. Stecken von hinten rein. Ich versuch mal hier. Was für ein Depp hat denn hier 5 Arten genommen? Das war bestimmt der Herr Brandkorn. Oh, wo ist der überhaupt? Der ist bestimmt mit dem Bodo spazieren. Irgendwie werden immer weniger. Jetzt haben wir 1,12,5 Meter. Das ist ja wie in den Bergen. Mal auf, mal ab. Ja, das ist natürliche Gefälle, damit das Wasser besser abläuft. Kaum zu glauben, der Karl versenkt die Schrauben. Der Markus wollte es nicht glauben. Auch mit dem Akkuschrauber kann man schrauben. Wir sind zwei Poeten hier. Konrad, sprach die Frau Mama, ich gehe weg und du bleibst da. Wir machen jetzt hier den kompletten Anschluss mit fast nur einem Werkzeug. Das hier ist so ein Yokari-Messer. Das ist zum Abmanteln und zum Abisolieren der Einzeladern. Dann kann man mit einem Handschlag alles machen. Ergonomisch geformt und riecht auch nicht. Gerade bei älteren Kabeln ist es interessant, wenn man hier so ein kleines Schnittmesser hat, um den Kabelmantel aufzuschlitzen, weil innen drin das alles ausgehärtet und krümelig ist. Und da bekommt man das normal schlecht rausgezogen. Und ich muss hier sauber arbeiten, sonst haut der Markus mich, weil ich die ganzen Krümel auf den Boden werfe. Ich nicht, der Herr Brandkorn, der Hausmeister. Alles jetzt ordentlich verlegt. Zugproge ist mir wichtig. Und darauf achten, dass die Schutzerde auch ordentlich angeschlossen und fest ist. Was machst du da? Schwarz ist Masse und Blau ist Grün, ne? Rot ist Blau und Plus ist Minus. Gibt's doch gar nicht. Kondensatoren müssen wir übrigens aus der Lampe ausbauen. Die sind nämlich mit PCB belastet. Und das ist nicht mehr zulässig. Ran an den Speck. Das Ende ist nah. Jetzt haben wir hier alle Kabel hingehängt, die hier in die Dose jetzt eingeführt werden und werden hier alle verdrahtet. So, da haben wir eins, das ist ein bisschen lang. Ich glaube, das können wir kürzer machen. Oder was war denn jetzt die Zuleitung? Ich nehme einfach mal das hier. Oh, ich glaube, das war das Falsche. Was machen wir jetzt? Jungchen! Jungchen! Oh wei. Was ist denn hier los? Ja, ich weiß auch nicht. Bist du denn von Sinnen? Auf einmal war es nicht aus gewesen. Bist du denn von Sinnen? Ich weiß nicht. Der Ravioli ist in am Kochen und jetzt? Ja. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir den Fehler suchen. Nee. Da hat er sich einen ins Haus geholt. Jetzt musst du sehen, wie du klarkommst. Ja, das tut mir leid. Nee. Ich kaufe neue Ravioli. So läuft das hier nicht. Aua. Ja. Vielleicht noch den Knochen. Bitte, da drehst du dich dann auf, Brandkorn. Kann er nicht zu Hause bleiben? Das hab ich gehört, Freund. Jetzt machen wir hier den Anschluss an diese Dose.
nachdem ja der Herr Breitkorn das Licht wieder eingeschaltet hat. Dann habe ich jetzt hier alle Lampen einzeln, haben wir jetzt hier hingelegt. Das hier gibt noch die Lampe, die hier davor kommt. Da schließen wir jetzt alles an. Und dann ist das praktisch mit diesem Entmantler, weil der hat genau die richtige Länge, dass man hier die ganzen Kabel alle auf eine Länge bringt. Auf der Dose sollte auch stehen, für wie viele Leitungen die zulässig ist, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ist keine Markendose. Soweit ich weiß, darf man bis zu 8 Kabel reinstecken. So, Löcher vorstanzen. Ich brauche noch ein Werkzeug. Es gibt zwar extra so Dosenbohrer, der auch, wenn man so ein 10er-Pack kauft, immer drin liegt. Den habe ich jetzt aber nicht. Und ich weite das jetzt mit einem großen Schraubendreher etwas auf, weil den berühmten Kreuzschnitt mit dem Teppichmesser sollte man nicht tun. Dann ist die Dose danach nicht mehr dicht. So sollte das dann aussehen im ersten Schritt. Alle Kabel eingeführt und nach außen gebogen. Und das tun wir hier mit so einer automatischen Abisolierzange. Tun wir schon mal alle Vorarbeiten. Jetzt haben wir hier eine 8er Vago-Klemme. Und damit tun wir jetzt schon mal alle grün-gelben zusammen machen. Die Zuleitung kommt dann in die Mitte. Wenn jetzt die grün-gelben alle zusammen sind, kann man die jetzt nämlich schon mal nach unten in die Dose machen, weil man da am allerwenigsten dran muss und kann die hier schön reindäuen. So, das mache ich jetzt auch in Folge mit den Neutralleitern blau und zum Schluss dann die schwarzen mit der Phase. Bis gleich. Die Verdrahtung haben wir jetzt hier abgeschlossen. Wenn man also jetzt mal in die Dose guckt, sollte das so aussehen. Ne? Alles schön geordnet, weil hier sind wirklich viele Kabel drin. Und dann habe ich das halt in die drei Ebenen gepackt. Ganz nach unten ist der Schutzleiter, in der Mitte ist der Neutralleiter und ganz oben drauf ist die Phase. Weil man da vielleicht mal dran muss, um nach einem Fehler zu suchen oder halt Strom zu messen. Wir tun hier noch das einzelne Kabel jetzt für diese Lampe, die ja noch hinkommt, gerade mal isolieren. Und dann machen wir mal das Licht an und gucken, ob es auch anbleibt oder ob wir wieder im Dunkeln stehen und der Herr Brandkorn wieder droht. Oh, hurra! Alter, bist du wahnsinnig? Junge! Die letzten Handgriffe werden vom Meister persönlich gemacht. Denn wenn dir einer ein Meister ist, dann er. Ich bin nur der Geselle. So. Dann probieren wir noch mal, ob das Licht jetzt angeht. Sehr schön. Lampenporn. Eins muss ich euch sagen, im Dunkeln sitzen müsst ihr nicht, ruft der Karl, der macht euch Licht. In diesem Sinne, Leute, haben wir es wieder mal geschafft und sind rechtzeitig fertig geworden. Naja, fast. Ne? Aber die Beleuchtung ist aktiv. Die restlichen Arbeiten, sprich das Zusammenbauen der Leuchten, das macht noch der Markus. Das ist für ihn kein Problem, weil die Lampen müssen ja noch hübsch sauber gemacht werden. Oh ja, ne? Aber hast du schön gemacht, Karl. Ich bin zufrieden. Das freut mich. Ich sehe wieder was. Und nur einen Kurzschluss. Okay,
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Ciao.